Hallen tobt der Bär und ich habe mich jetzt mal kurz abgesetzt hier rauf ins Studio, denn wir versuchen während der ganzen Sendung schon Laibach zu erreichen. Die sind in Dallas, Texas, es ist jetzt dort etwa 4 Uhr Nachmittag, die haben gerade ihren Soundcheck und die Jungs sollen euch selber erklären, warum sie heute nicht live hier sind. Hi guys, how are you? Howdy Deutschland. Howdy Laibach, how are you? Where are you and why aren't you here? You're supposed to be here. Ihr solltet doch hier sein, wo seid ihr? This is Laibach, we're calling you from Dallas, Texas. Könnt ihr mich hören? Hi, hey, hallo. Laibach, ready? Okay, how are you? Where are you? Grüß Gott, Deutschland. Hello, Germany. This is Laibach and we are in Dallas, Texas. Unfortunately, we cannot be in Germany at the same time. Therefore, we couldn't do the show on your festival. But after this American tour, we're coming to Germany again. So we'll see you there again. Hallo Deutschland, begrüßt uns die Jungs aus Dallas, Texas. Dort sind sie heute Abend, dort spielen sie. Und sie können natürlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, deshalb eben dort. Die Amerika-Tour geht vor, anscheinend auch bei denen. Und sie werden zu Ostern wieder hier sein in Deutschland und dann können wir sie sehen. How did the Americans react on your act, Laibach? What happened? Wie haben die Amerikaner auf euch reagiert? Americans received us as the German group, of course. And we are proud that we can bring them some culture, which they should get from somewhere else, but looks we can... like it's Europe, it's still older than America, so there's much possibilities to work on. And it looks like the Americans are a bit tired culturally. Up till now we had only a few concerts, and the receivement was very different than in Europe, but in general, I think we did enough interest that we spread enough confusion in America. Die Amerikaner reagieren anders als die Deutschen. Wir sind für die Amerikaner eine deutsche Band, ganz klar. Und wir sind stolz darauf, ihnen ein bisschen Kultur beibringen zu können. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen auf uns, aber wir denken, dass wir genügend Verwirrung gestiftet haben. What did you think about the Americans? Was dachtet ihr über die Amerikaner? American culture is like American fight. We're still basically trying to discover very much of it. We're trying to find the roots. In the future, we might work on some American projects, and we'll see what will come out. And we are very, very interested. What is the face of American God? Das ist alles noch sehr neu für uns. Wir sind sehr interessiert an amerikanischer Geschichte. Wir müssen uns erst zurechtfinden. Aber wir denken, dass wir möglicherweise auch hier eine Zukunft haben. Möglicherweise ergibt sich da etwas. What about future plans concerning America? Wie ist das mit diesen zukünftigen Plänen in Amerika? We are preparing larger show together with the rest of the NSK in New York. Sometimes next year in or maybe even this year in the autumn, which means the exhibition of the painters and our concert and hopefully the theater is coming to New York. And we've got some interesting offers for other projects. Collaborations with perhaps American musicians, especially with black people. Also es gibt in der Tat konkrete Pläne, etwas mit dem restlichen NSK aus Laibach zu unternehmen. Theater, Malerei, Kunstperformance in New York, möglicherweise diesen Herbst schon, möglicherweise aber auch aus dem nächsten Jahr. Sie planen auch mit anderen amerikanischen Musikern zusammenzuarbeiten, auch mit farbigen Musikern. Hört, hört. Do the Americans understand what you want? Verstehen die Amis eigentlich, was ihr wollt? Some Americans definitely do understand some things, because they are very familiar with what we are doing. We think that certain values we are talking about
are very much home in America itself. Therefore, they don't have such problems with getting the idea. The other Americans, they will still have to learn. Very much. Viele Amerikaner verstehen genau, was wir wollen. Die Werte ähneln sich doch sehr. Vage wie immer da die Laibacher. Und die Amerikaner, die es nicht verstehen, die können ja noch lernen, sagen sie. Habt ihr euch für die Bühnenshow etwas Besonderes ausgedacht? Did you sort of imply something special for your stage act in for the US? We are having parts of the program from the Opus Dei record, which was dedicated to America anyway, partly. If you remember the songs like How the West Was Won and Great Seal, which ends with American anthem. Fiat, Life is Life with the American version, and some other programs, of course. But in general, this is still our first American tour, and we're still discovering the place itself and history and everything else. And next time we'll return with bigger ambitions and Das Programm ist eigentlich nichts Besonderes. Opus Dei war eh den Amerikanern gewidmet. Life is Life in einer amerikanischen Version. Und irgendwo taucht auch die amerikanische Nationalhymne auf. Das ist also das amerikanische Programm von Laibach. Thank you very much for having the time to speak to us, at least via satellite. And I wish you all the best. See you at Easter. See you. Auf Wiedersehen. Wir sind in Deutschland. Coming very soon. The stage of scream and wait.